Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der BAFT Show. Neben mir im Studio ist der David. Das ist der Sieben, heute nicht mehr alleine. Richtig, ja. Heute sind wir wieder zusammen. Riecht auch schon ganz anders hier jetzt. Wir fangen jetzt direkt an mit der Show und zwar mit WoW. Riecht nach Pandaria, wollte ich sagen. Es riecht nach Pandaria. Wir machen weiter in unserer Reihe. Wir stellen ja gerade so die Talentänderungen für alle Klassen vor. Da hat sich ja vieles getan, das Talentsystem komplett neu. Auch die Talentbäume erkennt man nicht wieder und es sind auch viele neue Sachen drin. Und da schauen wir uns heute mal wieder eine weitere Klasse an. Wir schauen uns im aktuellen Bild der Beta die Talente des Schamanen an. Hier sehen wir gerade. Und wir können feststellen, dass das erste Tier der Talente sich vor allem darum dreht, die Überlebensstärke des Schamanen ein bisschen zu buffen. Da haben wir nämlich beispielsweise am ersten Platz den Wächter der Natur. Der sorgt dafür, dass sobald ihr unter 30% eurer Lebenspunkte fallt, ihr quasi einen Buff eurer Lebenspunkte erhaltet. Das haben ja Tanks heutzutage gerne mal. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier mal runterboxen lassen. Ja, das sieht man jetzt im Video natürlich auch nicht ganz so toll. Muss man ein bisschen auf das Einheitenporträt auch achten, aber man bekommt dann eben auf die maximalen Trefferpunkte 25% obendrauf für kurze Zeit. Da sieht man es jetzt, da ist auch der Buff. Hält dann halt nochmal ein bisschen, kriegt ein größeres Polster. Man könnte meinen, Schamanen wären zum Tanken geeignet. Ja, für 10 Sekunden zumindest. Ja. Das zweite Talent ist das Stone Bulwark Totem. Das finde ich besonders lustig. Da stellst du ein Totem auf und du kriegst diesen Schild. Das heißt, jedes Mal, wenn das Totem tickt quasi, pulsiert, dann erhaltet ihr ein Schild. Das hält natürlich nicht ewig. Das sieht man jetzt gerade. Da wird es jetzt aufgehoben. Aber absorbiert halt einmal eine größere Menge. So irgendwas um die 16.000 Schadenspunkte sind das gerade. Und danach bekommt man aber noch alle 5 Sekunden wieder ein kleineres Schild drauf. Das absorbiert nicht ganz so viel, aber es hält, ist insofern eine längere Absorption. Also einmal eine große Menge und dann noch ein paar Mal eine etwas kleinere. Das kann Leben retten. Und dann haben wir jetzt noch die Astralverschiebung, die sorgt dafür, dass der Charakter bzw. der Schamane 6 Sekunden lang 40% weniger Schaden nimmt. Das ist jetzt quasi ein bisschen Notfallknopf für PvP meines Erachtens nach. Also jetzt nicht das Spannendste von den drei Talenten, ehrlich gesagt. Ja, aber relativ klare Funktionsweise. Knopf drücken, kurzzeitig weniger Schaden nehmen. Effekt wieder weg. Ja, das zweite Tier dreht sich um Wurzeleffekte quasi. Da haben wir zum Beispiel die gefrorene Kraft. Die sorgt dafür, seht ihr gerade, wenn ein Frostschock gewirkt wird, dass der Gegner festgewurzelt wird. Ist ganz praktisch. Ja, auch relativ einfach. Auch verlangsamt, wie man sieht. Kennt man noch den Effekt. Funktioniert aber auch nur auf ein Ziel. Ja. Im Gegensatz zum zweiten Talent des zweiten Tiers. Das ist nämlich das Totem des Erdgriffs, das man da bekommt. Es steht 20 Sekunden, wenn es nicht vorher umgeboxt wird an der Stelle. Und in einem relativ kleinen Radius, 10 Meter, werden eben Feinde festgewurzelt. Das funktioniert natürlich nicht beliebig oft, hat aber trotzdem ganz netten Effekt. Wenn ein Gegner nämlich eingewurzelt wurde und trotzdem in der Nähe des Totems bleibt, dann wird er zwar nicht nochmal festgewurzelt, aber verlangsamt. Um aktuell 50%. Also mit den sogar trotz Diminishing Returns auf den Wurzeleffekt gewissermaßen hat es dann trotzdem noch einen Effekt und verlangsamt Gegner zumindest. Also auch sicherlich nützlich in verschiedensten Situationen. Und dann haben wir noch das Windwalk-Totem. Das sorgt dafür, dass die Gruppen- und Raid-Mitglieder im Umkreis von 40 Metern gegen bewegungseinschränkende Effekte immun werden. Ja, hat man gerade gesehen. Da konnte man nicht festgewurzelt werden. Ja, das unterliegt dann aber auch Diminishing Returns, also von dem Wurzeleffekt. Das heißt, egal, also wenn ihr dann weiter wurzeln wollt, wie beispielsweise der Druide, dann dauert das länger, dass er nicht immun wird. Wir sind im dritten Tier, da geht es vor allem um die Totems. Hier zum Beispiel die Fähigkeit Ruf der Elemente bekommt man dann, hat man da jetzt gerade gesehen, verkürzt den Cooldown der Totems. Die müssen dafür eine Basisabklingzeit von weniger als 5 Minuten haben, sonst funktioniert das nicht. Aber für alle Totems, die weniger als 5 Minuten Cooldown haben, die hat man dann direkt wieder verfügbar. Das ist ganz praktisch. Dann gibt es Totemic Restoration, das lässt sich nicht ganz so gut zeigen. Das bedeutet, wird ein Totem vor seiner eigentlichen Ablaufzeit zerstört oder gewechselt, verkürzt sich der Cooldown dieses Totems abhängig von der nicht genutzten Laufzeit und maximal um 50%. Ein bisschen kompliziert. Ja, die Mathematik dahinter lässt sich schwer erklären, aber Totems mit kürzerer Abklingzeit, wenn man sie früher austauscht.
oder wenn sie zerstört werden. Ist immer schick. Hat man sie halt schneller wieder verfügbar. Ja. Aber ich muss dazu sagen, mein Lieblingstalent aus dem Tier ist da Totemic Projection. Das verkürzt nicht die Abklingzeit, aber macht was ganz anderes Lustiges. Wir stellen mal ein paar Totems auf, um das zu zeigen. Und dann kann man die nämlich umplatzieren. Zack, jetzt stehen sie da hinten. Sehr schön. Also mal kurz aus der Gefahrenzone irgendwie rausbringen oder näher an Gruppenmitglieder ran. Das ist vielleicht im Raid sogar gar nicht mal so falsch bei sehr bewegungsintensiven Kämpfen. Ja. Hier jetzt auch nochmal, da ist jetzt nur noch eins übrig, die anderen sind schon abgelaufen. Aber hat man, glaube ich, erkannt, wie das funktioniert. Das vierte Tier dreht sich darum, den Schaden des Schamanen ein bisschen zu buffen. Da gibt es zum einen die Elementarbeherrschung, die gibt es jetzt auch schon. Aber die Funktionsweise hat sich ein bisschen geändert. Momentan erhöht es nämlich die Tempo, also das Zaubertempo um 30% bei Aktivierung. Da sieht man, dass ein bisschen der Blitzschlag wird etwas schneller gewirkt. Ja, ist jetzt nicht so das aufregendste Talent. Nö, also nicht wirklich. Ein kleiner passiver Bonus. Ich weiß auch nicht, ob das nicht sich noch ein bisschen verändert im Laufe der Beta. Dann haben wir auch die Schnelligkeit der Ahnen. Der nächste Naturzauber wird mit einer Basiszauberzeit unter 10 Sekunden wird zu einem Sofortzauber. Das kennt man auch. Die Tempowertung für Zauber- und Nahkampfangriffe wird übrigens um 5% erhöht. Ja, das ist noch so ein passiver Zusatzbonus. Ja. Also einmal ist es halt eine auslösende Fähigkeit, um Naturzauber ein bisschen schneller loslassen zu können. Aber was ganz nett ist, es gibt halt auch noch den passiven Bonus obendrauf. Besonders sexy ist dann dieses Talent, das ist Echo der Elemente. Heilt ihr oder verursacht direkten Schaden, besteht eine Chance, dass der Effekt kopiert wird. Ihr habt mal eben am Anfang schon mal gesehen, da ist es direkt ausgelöst. Jetzt muss man ein bisschen warten, bis die interne Abklingzeit vorbei ist auch. Da war es nochmal. Der Zauber halt einfach nochmal kopiert. So, angekommen im fünften Talent. Das ist quasi das Heiltier, würde ich sagen. Da gibt es ein neues Totem, das Healing Tide Totem. Das sorgt dafür, dass, ja, ist quasi ein intelligentes Totem. Im Umkreis von 40 Metern werden die freundlichen Mitglieder eurer Gruppe geheilt. Die 5 mit der niedrigsten Lebenspunkteanzahl und das pulsiert relativ häufig, hat auch einen hübschen Effekt. Ja, ist quasi so ein platzierbarer Hot, der sich aber eben gerade im Raid ganz praktisch tatsächlich die 5 Leute rauspickt, die es am nötigsten haben, ja, was die Heilung angeht. Hier haben wir etwas Interessantes. Das ist die Führung der Ahnen. Die wird aktiviert und sorgt dafür, dass, wenn ihr jemanden heilt, ein nahestehender Kumpane mitgeheilt wird. Ja, hier habe ich mich jetzt selber geheilt mit dem Schaman und man sieht, der Druide kriegt auch was ab. Also auch ganz praktisch. Conductivity ist das letzte Talent. Das ist ein bisschen komplizierter auch. Ist grundsätzlich quasi ein Upgrade für den heilenden Regen. Den setzt man dann irgendwo hin und wenn man ein Ziel angreift, das auch im heilenden Regen steht oder ein befreundetes Ziel heilt, das im heilenden Regen steht, dann bekommen alle anderen befreundeten Ziele, die in dem Regen stehen, ein bisschen Heilung ab. Klingt furchtbar kompliziert, ist es auch, bis man die Interaktion sieht. Also hier ist es halt der Regen um die Puppe gelegt, ich greife die Puppe an und die anderen Spieler da bekommen entsprechend Heilung ab. Ja. Das funktioniert nicht mit allen Zaubern unterstützt, sind da derzeit die große Welle der Heilung oder die Welle der Heilung, die heilende Woge und der Blitzschlag. Das heißt, Nahkampfschamanen sind da gerade noch ein bisschen im Hintertreffen. Ja, lässt sich wahrscheinlich beliebig erweitern, aber also wie gesagt, man setzt den heilenden Regen, greift dann da ein Ziel mit dem Blitzschlag an oder heilt befreundete Ziele mit den genannten Heilzaubern und alle anderen Gruppen oder Raid, oder nee, nicht mal Gruppen und Raid-Mitglieder, der eine Herr hier war auch nicht in der Gruppe und hat auch was mit abgekriegt. Also alle befreundeten Ziele einfach, die dann auch im Regen stehen, bekommen entsprechend 20% der Originalheilung oder des Originalschadens dann ab. Dann haben wir das letzte Tier, das sechste, das können wir jetzt natürlich noch nicht aktivieren, weil wir noch nicht Stufe 90 erreicht haben. Das erste ist Unleashed Fury. Das erfährt, verstärkt bei Aktivierung die Effekte von Waffenverstärkung, beispielsweise die Waffe des Facebeißers, sorgt dafür, dass 40% weniger Schaden genommen wird für 5 Sekunden. Waffe der Flammenzunge sorgt dafür, dass der Gegner 10 Sekunden lang erhöhten Schaden durch Blitzschlag oder Lava-Eruption nimmt, ist also ein Allround-Talent für jede Skillung quasi.
Ja, verändert sich halt je nachdem, welche dieser Waffenverstärkungen man gerade aktiv hat, ist eigentlich ein ganz netter Effekt. Viel cooler finde ich aber noch Primal Elementalist. Dadurch werden nämlich die Erd- und Feuerelementare, die man ja über die extra Totems quasi sich beschwören kann, verstärkt. Die sollen grundsätzlich verstärkt werden, funktionieren auch wie Pets, man kann die wohl kontrollieren und sie sollen auch noch zusätzliche Fähigkeiten bekommen. Wie gesagt, können wir jetzt leider noch nicht zeigen. Würde ich auch gerne mal in Aktion sehen. Klingt nett. Aber auf Stufe 90 kann man aktuell noch nicht spielen, aber klingt auf alle Fälle wie ein relativ spannendes Talent. Dann haben wir zum Schluss noch Elemental Blast. Das sorgt dafür, dass dem Gegner Schaden zugefügt wird, also bei Auslösung, und steigert für 8 Sekunden die kritische Trefferchance, die Tempowertung oder die Meisterschaft des Schamanen um 5%. Ja, es gibt halt einmal einen relativ großen Batzen an Schaden, so einen Knall vor den Latz und zusätzlich eben noch den Effekt. Und das sind die Talente der Schamanen.